Hey, an diesem äußerst wunderbaren Tag, da trudelt schon wieder die nächste Nachricht ein. Ja, heute mein Geburtstag, yay. Ich habe mit Juan reingefeiert, wir haben The Walking Dead geguckt und ja, keine Ahnung, haben dann hier gechillt und sind dann irgendwann pennen gegangen und ja, meine Tante kommt heute doch nicht und irgendwann nachher kommen meine Eltern halt und Julian kommt auch. Beide Omas haben mich schon beide angerufen, beziehungsweise die eine bis Jackie zurückgerufen, aber das mache ich später irgendwann. Der Techniker hat sich, glaube ich, auch gemeldet, da werde ich jetzt gleich auch mal anrufen. Und dann habe ich gerade den Laptop angemacht, ich will mal eben Miete überweisen. Und dann werde ich mich mal ein bisschen herrichten, meine Haare glätten und mal gucken, was ich dann sonst noch so mache. Ja. Yesterday, no, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Ich war eben noch mit meinem Papa eine kurze Runde Auto fahren und habe dann eben, wie ich hier reingekommen bin, den Tisch aufgeräumt, habe gerade eben noch gespült, ein bisschen Musik gehört, ein bisschen im Internet gesurft. Und ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, was ich zum Geburtstag bekommen habe. Zum einen habe ich von meinen Eltern hier, das ist ein Gutschein. Und dann habe ich von Julian. Er wollte mir 10 € schenken. Wie süß ist der einfach bitte? Da will der mir 10 € schenken. Hätte ich niemals, also der hat das nicht mit hier hingebracht. Das ist mir halt erzählt worden, dass es so, dass er es so machen wollte. Das hätte ich natürlich niemals angenommen. Und das hat die Person ihm dann halt auch schon ausgeredet. Und dann hat er mir das hier geschenkt. Ein Autogramm von seinem Lieblings-YouTuber. Dann habe ich von Jule, das hat sie mir aus dem Urlaub mitgebracht, einmal eine Postkarte bekommen und einen Nagellack. Das ist so ein richtig schönes Blau, so ein, ja, steht ja auch schon da vorne drauf, ne? Navy Blue. Und dann habe ich noch von Jule und ihrem Mann eine Karte bekommen. Hier, mit einem DM-Gutschein. Der ist hier drin, ne? Für 2 Essie-Nagellacke. Da habe ich mich auch voll gefreut. Dann habe ich noch, hier könnt ihr ja im Hintergrund schon sehen, 3 so 10er LED-Batterie betriebene Lichterketten bekommen. Eine habe ich da reingetan. Eine da oben in die True Fruit Flasche. Und das andere noch eine Sonnenblume bekommen. Die steht da. Auch mit passendem Umtopf und extra in Erde, weil ich ja keine Vase habe. Und dann habe ich noch, ich suche gerade den Lichtschalter, habe ich noch hier diese Lightbox bekommen. Kann man überhaupt lesen, was da drin steht? Da steht Happy Birthday Mona und eine 28. Ja, und Anja hat mir noch einen Käsekuchen gemacht. Der war echt sehr lecker. Das Rezept habe auch ich ihr geschickt. Und so war eigentlich ein recht schöner Tag. Ich fand es blöd, dass Juan arbeiten muss, aber er hat ja Spätschicht und das heißt, wir haben quasi abends ein bisschen Zeit zusammen. Und passt auch gerade zu meinem Schlafrhythmus, denn ich kann ja eh nicht pennen. Also mache ich quasi momentan die Nacht zum Tag. Joa.
Juan kommt auch nachher noch vorbei und dann essen wir noch zusammen ein Stück Käsekuchen und gucken vielleicht noch ein bisschen Serie oder so. Und ja, dann mal gucken, ob ich vielleicht noch nachher irgendwie Video schneide oder so. Ich weiß es noch nicht. Also ich habe wirklich schon Lust, aber es demotiviert mich halt zu wissen, dass ich es jetzt nicht hochladen kann. Ja. Und sonst gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu berichten von heute. Freitag kommen Lina und Sophia vorbei und Juan und sein bester Freund. Und dann wollen wir hier so ein bisschen nett beisammen sitzen und was trinken. Da freue ich mich schon echt wirklich sehr drauf. Wirklich, also kann ich gar nicht in Worte fassen. Und ja, ich glaube, heute werde ich nicht mehr wirklich irgendwas filmen. Würde ich sagen, wir sehen uns irgendwie die Tage. Hey, ich habe gerade Freudentränen in den Augen. Ich habe noch eine Nachricht bekommen von einer Freundin. Und keine Ahnung, das hat mich irgendwie voll gefreut. Vor allen Dingen der letzte Satz, sie hat geschrieben, du bist ein toller Mensch. Und ja, keine Ahnung, das hat mich irgendwie glücklich gemacht. Hey, ich glaube, ich habe seit meinem Geburtstag nicht mehr gefilmt. Ich bin mir nicht sicher. Wenn es so ist, dann ist es auf jeden Fall jetzt 3 Tage her. Ja, ich sehe noch ein bisschen zerzaust aus und habe noch so ein bisschen Restschminke da. Ist aber auch scheißegal, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Am Donnerstag kommt der Techniker. Habe ich das schon erzählt? Ich bin mal gespannt, wie das hier läuft. Ich habe nochmal deutlich am Telefon gesagt, dass ich keine Dose in der Wohnung habe und auch kein Kabel irgendwo rausguckt oder so. Habe ich euch schon von meinem Branding erzählt? Ich glaube schon, oder? Aber das war sogar nach meinem Geburtstag. Dann habe ich ja doch nochmal gefilmt. Ich weiß es nicht. Ich wollte mir Locken machen und nach 3 Locken hatte ich dann auf einmal das Glätteisen an der Stirn. Und hab's dann sein gelassen. Hab mir dann, weil ich so sauer war, einen Zopf gemacht und hab mir die Haare danach doch irgendwie aufgemacht und nach, keine Ahnung, sah scheiße aus. Aber dafür war ich an dem Tag richtig schön geschminkt, wie ich fand. Ich hatte vor einiger Zeit Annie gefragt, wie ich mich dann schminken sollte, welche Farbe, bla bla. Und dann meinte sie lila oder grün. Und, oder pink oder irgendwie sowas. Und dann hatte ich mich die Tage so geschminkt. Davon hatte ich auch Bilder auf Instagram hochgeladen. Ich blende euch hier mal welche ein. Und, alle Frauen fanden es irgendwie wieder schön. Anni fand es schön, Coachwester fand die Bilder auch schön und eigentlich jeder so, außer Juan. Dem war das zu viel. Er hat gesagt, er mag es lieber natürlicher. Dann habe ich mich gestern so in Brauntönen geschminkt. Dazu habe ich auch, glaube ich, mal ein Video gemacht. Irgendwie Alltags-Make-up oder irgendwie sowas. Und habe auch den Eyeliner weggelassen. Das fand ich eigentlich sehr dezent, was ich dann gestern hatte. Und dann habe ich über das Braun, was ich hatte, nochmal auf einem Auge grün drüber geschminkt, weil ich wissen wollte, ob mir das steht. Und ich fand, es sah eigentlich nicht schlecht aus. Vielleicht hätte es noch ein bisschen besser ausgesehen mit Eyeliner. Ich blende euch davon auch mal ein Bild ein. Anni fand das auch schön. Juan aber nicht. Mal wieder. Und ja, jetzt bin ich am Überlegen, wie ich mich für heute Abend schminke. Ich glaube, ich werde einfach mit ein bisschen Concealer so diese roten Punkte hier abdecken und so ein bisschen die Augenringe. Dann werde ich mir einfach einen Eyeliner ziehen, die Wimpern tuschen, ein bisschen Rouge, einen schönen Lippenstift, ein bisschen Highlighter hier am Lippenherz, an der Nasenspitze. Hier vielleicht auch noch so ein bisschen, mal gucken. Und ja, das ist ja dann doch relativ dezent, wie ich finde. Ja, meine Nägel sind ultra rausgewachsen, aber ich werde einfach diesen Monat mal nicht zum Nägel machen gehen. Ich habe zum Beispiel gestern den Flur verschönert, das kann ich euch aber leider nicht zeigen, weil da halt auch Bilder von Juan hängen und ja, ich habe mir bei DM, wie mache ich das denn? Vielleicht blende ich euch ein Bild davon ein und mache dann überall die Gesichter weg oder so. Ja, ich habe mir so eine Kordel bei DM geholt mit kleinen Wäscheklammern. Ich glaube, das hat 3 € gekostet. Ich bin mir nicht sicher, irgendwas zwischen 2 und 3 €. Und da waren dann noch so Bilderrahmen aus Pappe dabei. Das hätte man dann eigentlich an die Kordel machen sollen. Ich habe dann einfach die normalen Bilder einfach an die Kordel gehangen mit den Wäscheklammern und habe mir Fotokleber geholt. Den habe ich jetzt leider nicht hier rumliegen.
Und habe den hinten auf diese Pappbilderrahmen gemacht und habe die dann halt an die Wand gehangen. Sieht echt richtig schön aus. Zwischendurch sind noch so richtige Bilderrahmen mit Bildern von mir und Juan. Dann habe ich noch Bilder von meinem Neffen und meiner Nichte dahin gehangen. Und ja, dann hängen ja da noch meine Nagellackregale. Diese Pappbilderrahmen sind so in rosa-weiß gestalten. Das passt richtig gut an die türkise Wand. Sieht richtig schön aus. Ich freue mich. Ich will jetzt in Zukunft dann noch mehr Bilder ausdrucken und die dahin hängen, so mit Freunden und so. Und ja, ich meine, klar, ist blöd. Ich kann dann nicht mehr im Flur filmen oder nur noch so, dass ihr nichts davon seht. Aber Pech, dann ist das eben so. Und ja, heute Abend kommen ja Dina und Sophia vorbei und Juan mit seinem besten Freund. Ich freue mich schon richtig. Ich bin gerade dabei, ein bisschen die Wohnung zu machen. Ich habe gerade schon Staub gewischt. Ich will jetzt mal eben den Tisch mit Glasreiniger sauber machen. Dann habe ich das Fenster weit auf und die Sonnenblume dahingestellt, die ich zum Geburtstag bekommen habe, damit die mal ein bisschen Tageslicht abbekommt. Und zweiter positiver Effekt, viel Luft. Das heißt, die Wäsche wird vielleicht schneller trocken. Ich hoffe es. Ich habe nämlich gestern noch Wäsche gewaschen, damit die Waschmaschine leer ist. Und ich möchte aber auch nicht wirklich den Wäscheständer heute Abend hier stehen haben, wenn hier geraucht wird und so. Und das macht auch das Bild kaputt. Ja. Dann ist mir aufgefallen, dass mir wirklich ein Karton fehlen muss, denn ich habe eben, wie ich Staub gewischt habe, ist mir eingefallen, wie ich so meine CDs da oben habe stehen sehen, dass mir meine Hertzboxen fehlen. Und die habe ich einfach nicht ausgepackt. Ich weiß nicht, wo die sind. Also muss noch irgendwo ein Karton sein. Das muss ich auch mal irgendwie ausfindig machen. Nachher fahre ich dann mit meinem Papa. Oh, ich bin so dankbar, dass er mit mir fährt, dass ich nicht dahin fahren muss mit dem Bus. Fahren wir nochmal nach Aldi, weil die Beeren sind im Angebot haben. Davon wollte ich noch welchen holen für heute Abend. Und dann muss ich nachher auch noch duschen und mich fertig machen. Und mein Akku von der Kamera blinkt auch. Aber ich werde heute Abend eh nicht filmen, deswegen ist das scheißegal. Joa, sonst gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Hallo, der Morgen danach. Wir haben, vor allem morgen, wir haben 17:23 Uhr. Ich glaube, ich habe bis 13:30 Uhr ungefähr geschlafen. Und Dina und Sophia sind doch heute Morgen schon nach Hause gefahren. Ich glaube, so um 7 oder so. War aber echt richtig, richtig schön. Ich habe vorhin schon auf Instagram erzählt, ob ihr es mir glaubt oder nicht. Ich habe richtig Halsschmerzen vom Reden, weil ich einfach sonst nicht so viel rede, wie ich es heute Nacht in diesem Ausmaß getan habe. Apropos, da unten steht das Geschenk. Da ist eine Holzkiste drin und da ist überall Washi-Tape drin. Das trifft sich richtig gut, denn ich habe nämlich eine Idee gehabt, wie ich mir keine weiteren Bilderrahmen kaufen muss. Ich nehme dann einfach Washi-Tape, mache das ringsherum um das Foto und dann sieht das ja aus, als hätte es einen Rahmen. Und ein Amazon-Gutschein. Und eine Karte und ein Einhorn, aber das ist gerade da oben, das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Und Juan steht auf und holt. Dankeschön. Hier, so ein Einhorn. Und ja, getrunken haben wir eigentlich gar nicht so viel. Trotzdem fühle ich mich, als hätte ich irgendwie 5 Flaschen Wodka alleine getrunken. Dabei habe ich nur 4 Gläser getrunken und eine Dose Bier. Aber ich fühle mich echt zum Kotzen heute Morgen, wie ich mich hingelegt habe. Da musste ich ganz schnell die Augen zumachen. Und ich habe gehofft, dass ich ganz schnell einschlafe. Sonst hätte ich nämlich. Juan legt sich gerade mit dem Einhorn an. Sonst hätte ich nämlich, glaube ich, vom Hochbett runtergekotzt. Gerade eben war ich bei Papa und habe mir seine Heißluftfritteuse geliehen. Die muss ich ihm zwar entweder später oder morgen, da war ein bisschen Dreck, wiederbringen, denn er will sich morgen auch damit Essen machen. Wir waren jetzt erstmal bei Penny und haben da Pommes gekauft und ich hatte ja letztlich Chicken Nuggets gekauft, die haben wir auch einfach da reingetan. Und dann haben wir noch so Kartoffel-Rösti-Ecken-Gedöns mitgenommen. Und ja, ich freue mich da total drauf, mal was Vernünftiges essen. Und ich meine, es ist Heißluftfritteuse, es ist kein Öl da drin, es ist nicht fettig, besser geht's ja wohl nicht. Ja, dann wollen wir jetzt ein bisschen so Walking Dead gucken. Wir sind jetzt bei Staffel 5, Folge 1. Und
Ja, mal gucken, wie weit wir dieses Wochenende noch kommen. Also ich finde, die Staffel sollte auf jeden Fall drin sein. Dass wir die fertig gucken dieses Wochenende noch. Ja, ich habe heute Lebkuchen mitgenommen bei Penny. Ich hatte so Bock darauf, wie ich das gesehen habe. Ich hatte schon letztlich irgendwie ein Bild irgendwo im Internet gesehen von Lebkuchen und habe richtig Bock darauf gekriegt. Dann bin ich den nicht auch einen Tag damit auf den Sack gegangen. Irgendwie so, ich habe so Bock auf Lebkuchen. Ja, und jetzt hatte Penny welches und dann haben wir das mitgenommen. Ja, ich freue mich. Ja, sonst gibt es jetzt nicht groß was zu erzählen. Ich vermute, da war das Bingen, habt ihr gehört. Ich muss jetzt das Essen rausholen. Und ich habe auch heute nicht mehr so die wirkliche Lust zu filmen. Ich werde mich gleich einfach in Gammelklamotten werfen und dann hier auf der Couch rumchillen den ganzen Tag. Ich bin auch, wenn ich ehrlich bin, gerade eben so draußen gewesen. Der Eyeliner, der Wing ist schon weg, aber der Strich hier ist noch und total grausam, aber ging einfach nicht anders. Ja. Hallöchen. Wir haben gerade 10:23 Uhr. Ich bin gerade wiedergekommen. Ich hatte mich gerade kurz mit Anja getroffen und mussten was erledigen. Und jetzt weiß ich nicht so recht, was ich mit mir anfangen soll. Also, ich habe mega schlecht geschlafen. Ich bin also eigentlich ultra schlecht drauf. Halt aber auch gerade irgendwie dieses Alleinesein nicht aus. Ich weiß auch nicht. Das ist total schwachsinnig eigentlich. Ja, hier läuft gerade zum 300 Millionensten Mal Futurama. Ich kann schon echt nicht mehr sehen. Und ja, ich wollte jetzt mal eben einen Augenblick akklimatisieren und euch was filmen. Und dann werde ich hier aufräumen und die Couch mal wieder ein Stück da hochschieben. Und dann mal gucken. Eventuell vielleicht echt mal einen Vlog schneiden, aber ich glaube halt echt nicht, dass es was bringt, überhaupt einen Vlog zu schneiden, weil ich ihn ja eh nicht hochladen kann und ich auch nicht glaube, dass das mit dem Techniker da am Donnerstag gut ausgeht. Dann eine Neuigkeit überhaupt. Ich habe mir eine Heißluftfritteuse gekauft, direkt mit Zubehör und so ein Scheiß. Ich freue mich da auf jeden Fall mega drauf. Da kann man wirklich jeden Scheiß drin machen. Baguettes, Pizza, Brot, Brötchen, Kuchen, Muffins, alles halt. Und gestern hatte ich irgendwie total Bock auf Dr. Oetker Baguette und ich hatte davon noch welche hier. Und dann habe ich Juan gefragt, ob er das mal ausprobiert. Leider hat ein Baguette nicht in die Heißluftfritteuse reingepasst. Da mussten wir es durchschneiden, aber es hat echt lecker geschmeckt, halt wie aus dem Backofen. Und ja, da fiel die Entscheidung da nicht schwer, auch eine zu kaufen. Also ich kann euch das allem wirklich nur wärmstens ans Herz legen, euch auch eine Heißluftfritteuse zu kaufen. Die hatten jetzt zum Beispiel eine bei POCO im Angebot für 40 €. Ich habe jetzt für meine mit Zubehör 70 € bezahlt und ich finde, das geht auch. Beziehungsweise ich glaube 65 oder so in etwa. Ich weiß es gerade nicht. Und ich kann euch das echt allen nur empfehlen. Es schmeckt einfach mega lecker da draus. Es ist nicht fettig. Also ich finde es gut. Und freue mich darauf, wenn das Gerät dann hier ankommt, wenn das dann überhaupt hier ankommt. Ich habe angegeben, bitte im Kiosk abgeben, mal gucken. Und ja, sonst gibt es gerade mal wieder nicht wirklich viel zu erzählen. Gestern Abend ist hier ein Hubschrauber rumgeflogen. Der war sowas von laut. Ich hatte meiner Cousine einen Link geschickt. Und sie hatte mir daraufhin eine Sprachnachricht geschickt, weil sie von dem Heli wach geworden ist. Und bevor ich die Sprachnachricht gehört habe, habe ich sie gefragt, ob sie den Heli auch hört, statt erstmal die Nachricht zu hören. Und da ist er wohl, die wohnt nicht so weit von mir weg, lass das mal, weiß ich nicht, 2 Kilometer Luftlinie sein, wenn überhaupt. Und der flog dann da die ganze Zeit über ihrem Haus rum. Und ja, keine Ahnung, war halt mega laut und dann war er Gott sei Dank irgendwann weg. Da wollte ich gleich auch mal googeln, ob hier irgendwie was passiert ist, ob einer entlaufen ist. Keine Ahnung. Das interessiert mich auf jeden Fall. Hat mich immerhin wach gehalten. Und ja, mal gucken, was der Tag heute noch so bringt. Papa kommt nachher vorbei und holt sich seine Heißluftfritteuse ab. Und dann mal gucken. Mittlerweile haben wir dann jetzt schon 12:12 Uhr.
Was habe ich bis jetzt geschafft? Ich habe das Wohnzimmer gefegt, die Couch zurückgeschoben, eine Waschmaschine angemacht, ein Brot geschmiert, beziehungsweise zwei Scheiben Brot und die auch gegessen. Ja, und sonst nichts. Ja, ich bin irgendwie zu faul, mir meinen Laptop runterzuholen, weil der halt oben steht. Boah, meine Haare sind so unglaublich kurz für mich, ne? Die bleiben nicht mal hier über der Schulter liegen, die fallen immer dahinter. Ja, ich bin zu faul, mir den Laptop von oben zu holen. Aber ich werde das jetzt gleich mal tun, sonst sitze ich nämlich die ganze Zeit nur unproduktiv hier rum. Oder ich gehe einfach nach oben und mache das da. Mal gucken, wie ich lustig bin. Daniel Kübelböck ist ja verschwunden. Und sieht ja alles danach aus, als wäre er freiwillig gesprungen. Und wir können uns ja dann alle sicher denken, was das heißt. Jetzt hat Dieter Bohlen auf Instagram ein Video dazu hochgeladen und hat ein Pullover dabei an, wo drauf steht: Be one with the ocean. Ich meine, das ist schon lustig, aber halt auch verdammt makaber und ja, keine Ahnung. Ich muss das auf jeden Fall mit euch teilen. Wir haben mittlerweile 2:30 und ich habe immer noch nichts gemacht. Ich habe eben eine E-Mail bekommen von meiner Anwältin und ja, keine Ahnung. Das hat erstmal wieder ein bisschen gedauert, bis ich die überhaupt lesen konnte. Und ja. Ich hole mir jetzt mal den Laptop. Jetzt aber wirklich. Hallöchen, Freunde. Wir haben mittlerweile 16 Uhr durch. Und ich habe heute gar nicht großartig was geschafft. Mir geht es auch irgendwie nicht so gut. Keine Ahnung. Schon seit gestern. Und dann wollte ich eben live gehen. Aber irgendwie waren dann kaum Leute da. Und wenn dann welche da waren, dann habt ihr nichts geschrieben. Und ich weiß halt auch nicht, was ich die ganze Zeit so alleine quatschen soll. Und dann zu guter Letzt war mein Datenvolumen noch alle. Und dann bin ich offline gegangen. Und hinterher habe ich dann einfach Insta-Story gemacht und habe die ganze Zeit so Umfrage-Dinger gemacht. Und ja, war eigentlich ganz cool. Zuletzt habe ich jetzt die Umfrage gemacht, beziehungsweise ich habe euch gebeten, für mich zu entscheiden, ob ich jetzt als erstes duschen gehen soll. In der Zeit schließe ich mein Handy an und gehe dann später live und schminke mich. Oder Option 2. Nein, Option 1 war, ich rauche jetzt noch. Ich habe nämlich heute noch gar keine Zigarette geraucht, was echt ungewöhnlich für mich ist. Ich rauche jetzt noch, schließe dann mein Handy an, gehe duschen. Gehe duschen und gehe dann live und schminke mich. Oder Option 2, ich gehe direkt duschen, lade mein Handy später und wenn Juan später vorbeikommt, chill ich mich mit ihm auf die Couch und kuschel oder so. Ich habe gerade mal kurz nachgeguckt. Da stand das 6 zu 5 für Option 2. Ich habe mir aber noch keine Zigarette angemacht oder Klamotten rausgesucht oder sonst irgendwas. Deswegen mache ich mir jetzt eine Zigarette an, suche Klamotten raus zum Duschen und dann gucke ich nochmal nach dem Ergebnis. Ja, ich habe auch gestern, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr geschnitten. Ich habe keine Ahnung wieso, aber weiß ich nicht. Mir geht es halt einfach wieder richtig kacke und ich kann mich dazu einfach nicht motivieren. Hab keine Ahnung. Ja, heute müsste eigentlich die Heißluftfritteuse kommen. Eigentlich wird die im Kiosk abgegeben. So, ich war jetzt duschen und die Mehrheit von euch hat sich auch dazu entschieden, dass ich nicht live gehen soll. Nachher werde ich noch die Ergebnisse auf Instagram teilen und dann mal gucken, ob ich meine Herren auch meine Haare föhnen. Und irgendwann mal was zu essen machen. Ich weiß aber noch nicht so recht was. Und, mal gucken. Und dann vielleicht gleich noch irgendwie ein bisschen Serie gucken. Ja. Ich hoffe,
Ich habe gerade eben meinen Kopf aus dem Fenster gehalten. Ich habe ja auch den ganzen Tag Vorhänge zu. Ich finde das auch einfach sonst mega nervig, weil hier sonst jeder reingucken kann. Sieht man das? Ja, so ein bisschen konnte man das erahnen. Ne? Ich finde es auf jeden Fall mega nervig und deswegen habe ich die Vorhänge auch eigentlich immer zu. Und deswegen herrscht in meiner Wohnung eigentlich immer nur ein Temperatur-Klima-Gedöns. Es ist immer angenehm hier drin, egal ob draußen 40 Grad sind oder nur 15. Und deswegen war ich gerade leicht erschrocken, wie ich den Kopf aus dem Fenster gehalten habe und gemerkt habe, wie warm es eigentlich draußen ist. Ja. Ja. Mehr habe ich nicht zu berichten. Same procedure as every day. Hey! Ich habe Internet. Ich freue mich. Das hat alles ein bisschen länger gedauert als gedacht. Die haben dann nämlich irgendwie den ganzen Kasten im Keller neu gemacht und da waren noch irgendwelche Teile irgendwie von 1986. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich damit ja nicht aus. Gott sei Dank war Juan dabei und hatte auch ein bisschen geholfen und so. Und das hat jetzt irgendwie 4 Stunden oder so gedauert. Und der hat dann noch einen Kollegen, einen Elektriker oder so mit verständigt, dass er mal bitte vorbeikommen sollte, weil hier halt echt alles total heruntergekommen ist. Der war auch echt schockiert und meinte, das ist ja voll die Katastrophe hier. Und ja, letztendlich habe ich jetzt meine Dose in der Küche direkt am Tisch. Das heißt, der Router kann auf dem Tisch stehen, wäre das Problem auch schon mal gelöst. Und der Typ war echt mega, mega nett. Wir haben dann auch nachgefragt, beziehungsweise Juan hat nachgefragt, ob man den irgendwo bewerten kann oder so. Und dann wollen wir jetzt gleich mal bei der Firma anrufen, wo der arbeitet und wollen mal ein Lob hinterlassen, weil der halt echt wirklich gute Arbeit geleistet hat, super freundlich war und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt Internet und ich freue mich. Ich werde jetzt hier mal eben noch was machen und dann werde ich jetzt gleich hochgehen und dann werde ich einen Vlog hochladen. Ja. Mal gucken, wie das WLAN überhaupt so ist hier durch die Wände und bla. Ich freue mich auf jeden Fall. Und heute Abend direkt mit Anni gerade abgemacht. Habe ich letzte Woche schon zu ihr gesagt, wenn ich diese Woche Internet habe, wollen wir Videotelefonie machen. Und ja, das machen wir dann heute Abend. Ich freue mich. Ich freue mich so sehr. Und ihr euch bestimmt auch, weil jetzt gibt es wieder Videos. Hallöchen, Freunde. Es ist gerade ein bisschen dunkel. Ich bin jetzt in der Küche, kann ich Licht anmachen. Wir haben irgendwie 7:30 oder so. Ich habe mir jetzt ein ekelhaftes Mikrowellengericht machen. Und ja, eigentlich sollte heute ein Video von mir online gehen. Ich habe mich dann aber dazu entschieden, es doch nicht online gehen zu lassen, sich selbst online zu stellen, wie auch immer. Ich muss mir da erstmal um ein paar Sachen Gedanken machen und keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich das Video nicht freigegeben und ja. Ich habe aber mittlerweile alle Videos hochgeladen, die ich schon fertig hatte. Also wenn mir irgendwann mal danach ist, ein Video online zu stellen, dann geht das eigentlich recht schnell. Was gibt es groß zu erzählen? Ja, ich mache mir jetzt, wie gesagt, da dieses ekelhafte Essen. Ich zeige euch das mal. Frikadellen im Mischgemüse. Hier sieht es ja eigentlich ganz okay aus. Ich zeige euch das jetzt mal nicht eingepackt. Und so sieht das hier aus. Ich weiß ja nicht so recht, was ich davon halten soll, aber es ist besser als gar nichts und besser als ständig Sandwich zu essen. Das kann ich nämlich auch nicht mehr sehen. Ja, da steht jede Menge Pfand rum. Das müsste ich dann auch mal demnächst mitnehmen. Muss ich mal Papa fragen, ob der demnächst nochmal mit mir fährt. Das mache ich immer lieber mit Papa, damit ich das Pfand nicht groß durch die Gegend schleppen muss. Und ja, jetzt in der Zeit, wo das Essen in der Mikrowelle ist, werde ich mal eben Wasser in die Spüle lassen und dann werde ich mal eben spülen. Hier ist nicht so viel, das meiste ist Besteck. Und ja, dann wollte ich eigentlich gleich live gehen dafür, dass ich das Video nicht online stelle.
mal gucken, ob ich es mache, weil ich weiß halt nicht wirklich so, was ich erzählen soll. Und es ist ja dann halt auch doof, Selbstgespräche zu führen, wenn halt keiner was schreibt. Ich meine, das weiß man ja im Voraus immer nie, aber ja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob ich gleich live gehe. Das werden wir dann sehen. Und ja. Also ich gucke gerade in die vierte Staffel. Nee, nicht die vierte Staffel. Ich gucke gerade die letzte Folge der dritten Staffel von Better Call Saul, um mich nochmal so ein bisschen reinzufinden. Und dann will ich gleich mal in die vierte Staffel reingucken. Davon sind ja aber auch eh erst 6 Folgen veröffentlicht. Das dauert also noch 4 Wochen, bis alle Folgen online sind, weil Netflix nur pro Woche eine Folge veröffentlicht. Und ja. Mal gucken, vielleicht nachher ein bisschen was trinken oder so. Ich werde das gleich nochmal Eiswürfel machen. Mal gucken. Und ja, ich bin auf jeden Fall froh, wenn Juan nachher hier ist. Denn das ist irgendwie momentan, nicht momentan, eigentlich schon ein bisschen länger, so der Mensch, der mir am besten tut. Und der ist auch in 95% der Fälle schafft, mich aufzumuntern. Er war vorhin schon mal kurz hier und da ging es mir auch irgendwie ein bisschen scheiße. Und hat dann auch versucht, mich aufzumuntern. Da hat es leider nicht geklappt. Aber so in 9 von 10 Fällen schafft er das eigentlich. Und ja, ich bin froh, wenn er nachher da ist. Und ja, das macht mich dann glücklich, weil er ist auch einfach so ein positiver Mensch und immer fröhlich. Und ja, keine Ahnung, kann ich euch schwer erklären. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich und ja, das ist die Hauptsache. Ich werde jetzt was essen machen und spülen. Hallo, ich habe eben eine Sprachnachricht bekommen von Anja, ob ich denn an den GEZ-Scheiß gedacht hätte, weil ich hier letztlich einen Brief gekriegt habe und so. Und mich kotzt das an, dass ich mich für GEZ anmelden muss, obwohl ich nicht mal Fernseh habe. Ich benutze das nicht mal. Und dass ich gezwungen werde, mich für was anzumelden. So, ich kann auch nicht auf die Straße gehen und einfach jemandem das Portemonnaie klauen, weil ich das gerade gern so hätte. Kotzt mich voll an. Juan lacht, der sieht das, glaube ich, anders als ich. Ja, auf jeden Fall muss ich gleich den Brief da mal ausfüllen und den dann auch mal loswerden. Guck mal, Überspannungsschutzsteckdosen. Also eine, die andere ist schon eingestöpselt. Ist ja hier dringend nötig, bevor hier noch mehr kaputt geht. Ich musste mich nur mal kurz aufregen, das war's schon wieder. Hey, wir sind wieder da und haben die Heißluftfritteuse abgeholt. Irgendwie ist das Zubehör davon verschwunden, keine Ahnung. Dann wollte ich euch noch was anderes zeigen. Ich war bei DM und habe Waschmittel gekauft. Und zwar einmal das hier. Und jetzt frage ich mich, das stand auch überall neu dran. Das hat, glaube ich, 2,75 gekostet. Ich meine, das wäre mal eine größere Flasche gewesen. Und jetzt haben die das halt mittlerweile auch noch mit Duftrichtung. Das hier ist Lotus, Blüte und Aloe Vera. Und dann habe ich noch einmal das hier gekauft. Das ist Apfelblüte und Aloe Vera. Und ich meine aber, die Flaschen, die wären immer größer gewesen als so. Das sind halt jetzt nur angeblich 20 Waschladungen. Ja, jetzt packe ich gerade aus und ich habe endlich meine Gurke bekommen. Sie hat 69 Cent gekostet. Ja, habe ich sie jetzt mitgenommen. Eigentlich wollte ich einen Gurkensalat machen, hatte aber dann keinen Bock mehr durch den Netto da zu rennen und Kaffeemilch und so einen Scheiß zu holen, weil der Netto halt auch mega scheiße war. Und deswegen werde ich sie einfach nur so mit Salz und Pfeffer essen. Yay, mein Rezeptheft ist dabei. Ja. Jetzt packen wir die Fritteuse da mal eben aus, machen die Kohlensäureflasche Gedöns da in den SodaStream rein und dann müssen wir mal irgendwie gucken, ob wir nun Amazon oder DHL anrufen. Sind auch extra nochmal in den Laden reingegangen, beziehungsweise Juan ist da reingegangen. Ich schätze, habe mich ja nicht getraut. Und da hat er auch nachgefragt, eigentlich müssten das 2 Sachen sein. Da hat er direkt gesagt, wären das 2 Sachen, hätte ich euch auch 2 Sachen gegeben. Und ja. Und den Gefrierschrank muss ich zumachen. Einkaufen war, ist mir eingefallen, dass ich noch Mayo und Ketchup brauche. Gib mal bitte. Und ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, billigen Ketchup zu kaufen. Und habe Heinz Tomatenketchup gekauft.
Ich glaube, diese scheiß kleine Flasche hat irgendwie 1,80 Euro gekostet für 400 Milliliter und fand ich schon echt irgendwie sehr teuer, aber naja, war gerade irgendwie so mein Bedürfnis, euch das mitzuteilen. Hallöchen, wir haben jetzt 15.42 Uhr und ich habe mich vor, keine Ahnung, einer Stunde, anderthalb hier hingesetzt und bin dabei, meine Festplatte zu sortieren. Weil einfach 1000 Gigabyte voll und ja, die Hälfte davon halt Schwachsinn. Alleine der YouTube-Ordner hat 897 Gigabyte. Ich will jetzt mal alle Film-Updates löschen. Was soll ich damit? Ich meine, die sind noch auf Alltagsleben. Wenn ich irgendwas davon brauche, kann ich es auch da raussuchen. Deswegen, ich brauche es nicht auf meinem Laptop. Der ganze Datenmüll geht mir voll auf den Sack. Also mache ich das jetzt. Ich habe da eigentlich gar nicht so wirklich Lust drauf, aber es muss ja halt mal gemacht werden. Wir haben gerade Pizza aus der Heißluftfritteuse gegessen. Voll lecker. Aber ich finde, die könnte noch einen Augenblick länger. Find's nicht? Ja, dann sortiere ich jetzt hier mal fleißig weiter, gucke, dass ich hier mal Platz drauf schaffe, damit ich auf meinem Laptop Platz schaffen kann. Dann kommt gleich noch meine Cousine vorbei und ja, dann steht heute gar nicht mehr so viel an. Ja, Wäsche müsste ich gleich noch aufhängen. Aber das erledigt sich ja auch ganz schnell. So, ich bin jetzt soweit fertig mit Sortieren. Allerdings dauert das hier alles nur so ein bisschen wegen den Weekly Vlogs. Das sind nämlich alleine 500 Gigabyte. Und Hallöchen. Wir haben mittlerweile schon 20 Uhr. Ich habe heute nichts Spektakuläres gemacht, was sich irgendwie gelohnt hätte, mal zu filmen. Ich werde jetzt gleich noch duschen gehen. Gerade gucke ich irgendwie so ein Bushido-Interview auf YouTube. Ich werde jetzt mal eben essen. Ich habe mir zwei Scheiben Brot mit Gurke gemacht. Und ja, keine Ahnung, gleich vielleicht noch irgendwie ein bisschen Serie gucken oder so. Aber sonst wird heute nicht mehr viel passieren. Ich wollte auf jeden Fall noch schöne Grüße an Svetlana und Sassi richten. Wir haben heute ja ein bisschen mehr geschrieben als sonst und ja, auf jeden Fall liebe Grüße an euch. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns irgendwann später oder die Tage oder so wieder. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich gerade das Wohnzimmer geputzt und den Tisch und so. Und ja, jetzt gleich werde ich hochgehen und die Bettdecken und die Kissen abziehen und die neu beziehen. Staub gewischt habe ich auch. Zumindest hier im vorderen Teil. Ich muss jetzt gleich noch zwei Regale hier. Und dann muss ich noch Wäsche abhängen. Und dann bin ich hier eigentlich soweit fertig. Und ja, das bedeutet jetzt für mich, da ich mich ja hier beim Putzen gefilmt habe, Zeitraffer und so, dass vor diesem Vlog hier eigentlich mal die Roomtour kommen müsste. Aber ich bin momentan ultra demotiviert, deswegen dauert das wohl noch ein bisschen. Ich bin ja eigentlich selbst kein Fan davon, so mega zeitversetzt, verzögert
was auch immer zu sein, aber ja, ist nun mal nichts dran zu ändern. Ne? Meine Haare gehen mir tierisch auf den Sack. Die sehen gerade ultra fettig aus, obwohl ich sie gestern gewaschen habe. Darum wird es aber nicht gehen, sondern um das hier. Das ist halt viel zu kurz, um in den Zopf zu passen. Ich werde jetzt eben hochgehen, die Bettdecken abziehen, die Kopfkissen und so. Und ja, eigentlich müsste ich auch das Bettlaken natürlich wechseln, aber ich kriege die Matratze ja nicht darunter. Alleine, also runter schon, aber dann nicht mehr darauf. Deswegen werde ich das erst irgendwann die Tage machen, wenn Juan mal da ist. Dann können wir die nämlich auch direkt drehen. Eben die Story von Millie angeguckt. Die heißt auch gar nicht mehr Millies Kurven. Ich weiß den Namen leider gerade nicht. Auf jeden Fall hat sie eben eine Story hochgeladen. Und keine Ahnung, ich fand die einfach ultra gut. Sie hat sich halt so ein bisschen darüber ausgelassen, was sie findet, was Kritik ist, was angebracht ist, was nicht angebracht ist. Hat sich noch über einen Beinahunfall aufgeregt, natürlich völlig gerechtfertigt und keine Ahnung, ich mag Millie einfach irgendwie. Die ist auch so total echt, finde ich. Und joa, was kann ich euch noch erzählen? Gerade auf die Schnelle fällt mir nichts ein. Deswegen werde ich jetzt erstmal das Bettzeug raussuchen. Leute, ich könnte die Krise kriegen. Ich weiß nicht wieso, aber am Handy spinnt schon den ganzen Tag das WLAN und am Fernseher ging es eigentlich den ganzen Tag. Da hatte ich nie Probleme beim Musik hören. Und ich habe mich dann vorhin mal dazu entschieden, mein Handy neu zu starten. Ging dann trotzdem nichts besser. Dann habe ich gedacht, komm, startest du den Router mal neu. Am Handy läuft es seitdem perfekt, am Fernseher gar nicht mehr, weiß der Geier wieso. Auch wenn ich das manuell verbinden will, das klappt alles nicht. Wenn ich das Passwort neu eingebe, das klappt auch nicht. Und ich habe keinen Plan, was hier los ist. Es fuckt mich auf jeden Fall total an. Ich habe auch im Internet geguckt, bei Unity Media selbst. Das scheint keine Störung zu sein, also keine Ahnung. Ich werde es jetzt hier noch einen Augenblick ausprobieren. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile ja, 10 vor 8. Ich probiere das jetzt so einen Augenblick aus. Wenn das dann nicht klappt, dann habe ich halt Pech gehabt. Und ja, ich werde dann jetzt mal eben noch Wäsche aufhängen. Und hoffe, dass es irgendwann nachher mal wieder geht, damit ich dann nachher vielleicht auch eine Runde Netflix gucken kann. Obwohl, ich könnte noch über die Konsole probieren. Ich gucke jetzt mal, ob die Konsole Internet hat. So, die Wäsche hängt, ich habe die Fenster aufgemacht, beziehungsweise hier im Wohnzimmer eins und in der Küche halt das, damit es ein bisschen lüften kann. Draußen ist es immer noch relativ warm. Ich habe davon hier drin ja Gott sei Dank nicht so viel mitbekommen. Und dann habe ich gerade schon mal einen Teil für die Roomtour gefilmt. Ich habe letztens schon mal das ganze Wohnzimmer gefilmt, wie ich das aufgeräumt hatte und alle Lichter an hatte und so. Da habe ich gedacht, komm, das ist jetzt die passende Möglichkeit. Jetzt habe ich gerade oben am Hochbett gefilmt, weil ich ja eben Bettwäsche neu drauf gemacht habe und habe alles richtig schön dahingelegt, bla bla. Das sieht alltäglich nicht so da oben aus. Ich mache da oben in die Ecke mal eine Umfrage. Ihr könnt da ja gerne mal mitmachen, wie oft ihr in der Woche euer Bett wirklich... Also macht ihr das täglich? Faltet ihr das alles so richtig schön jeden Tag? Also ich bin ehrlich, ich mache es nicht. Außer hier unten auf der Couch, die Decken. Die falte ich natürlich schon, wenn ich die benutzt habe. Aber oben, vor allen Dingen ist es echt warm da oben, wenn du die ganze Zeit was am Machen bist. Es war eben echt wirklich richtig warm, wie ich das alles abgezogen habe. Dann hat man da gar nicht so viel Bewegungsfreiheit. Und nö. Deswegen falte ich die Decken da auch nicht jeden Tag. Und da das gerade einmal so halbwegs schön aussieht, habe ich gedacht, ich filme da oben schon mal. Dann habe ich das schon mal so ein bisschen erledigt und werde dann halt einfach hinterher Ton aufnehmen und ja, da im Off drüber sprechen. Und joa, jetzt werde ich mal die Speicherkarte leer machen, habe ich beschlossen. Erst war ich mir überlegen, ob ich eine Runde Crash Bandicoot spiele. Ich habe das so die ganze Zeit hier schon laufen. Aber ich habe irgendwie nicht so Lust. Deswegen mache ich jetzt gleich wieder Musik am Fernseher an und werde dann ein bisschen am Laptop die Dateien hier sortieren. Und dann nochmal gucken, hier wegen der Festplatte, habe ich das erzählt mit den 500 GB Weekly Vlog Dateien. Ich hatte versucht, die in eine RAR-Datei zu packen, hatte aber dann auf dem Datenträger auch nicht mehr so viel Speicher frei.
Ich glaube irgendwie nur 200 Gigabyte oder so. 100, 200, ich weiß es nicht mehr. Das wollte ich mir jetzt gleich auch nochmal angucken. Und ja, dann ist der Abend ja auch irgendwann gleich mal zu Ende. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Wir haben gerade 8:30. Ja. Viel wird bei mir heute auf jeden Fall nicht mehr passieren. I just wanna be with you. Now you know it. Das sieht gerade in der Kamera aus, guck mal, als hätte ich voll die kurzen Haare. Soll ich mal drin lassen, damit die Leute denken, ich habe einen schlauen Freund.